UEFA Champions League wird präsentiert von YouTube, Van Bergen, dem Fußballmanager 13 Let's Play und MMOZone.de. Viel Spaß! Da sind wir, meine Lieben, in der Champions League. Angeschnallt und mitgemacht. Es geht vorwärts. Also ich bin ja heute ein bisschen entspannter jetzt. Na, durch den Sieg in der Premier League gehe ich das Ganze heute mal so ein bisschen entspannter an. Das ist ganz schön. Ihre Entscheidung, ein Ball rollt auf Sie zu. Wollen Sie einen coolen Trick zeigen? Klar, können wir doch. Mit Level 9. Na toll, das Spiel beginnt direkt hier. Der Ball rollt auf von Bergen von Jutta zu, der ihn stoppt, ein feines Kabinettstückchen zeigt und ihn dann zum Einwerfenden zurückspielt. Also, ihr seht, es kommt wieder ein wenig Leichtigkeit zum FC Arsenal. Auch unter anderem, weil wir die Transferbemühungen gestartet haben. Klare Abwehrstellung von Falcao. Jesse setzt sich da schön durch. Kommt einen Tick zu spät. Schade. Ja, wie gesagt, wir haben ja die Transferbemühungen jetzt gestartet gegen oder für Mats Hummels. Abgefälscht. Ach, René Adler. Ecke von rechts nochmal über Javinho. Gucken wir mal genau rein. Hinteregger will die Ecke von Javinho per Kopf klären. Aber der trifft dabei die Latte des eigenen Tores. Falcao legt sich quer in die Luft, nimmt den Ball Volley. René Adler ist chancenlos. 1-0. Yes! Von Falcao hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Wie gesagt, es kommt ein wenig Leichtigkeit. Kaum wedeln wir mit knapp 10 Millionen Euro. Wir winnen in der Meisterschaft eine Partie. Kommt auch wieder Leichtigkeit in die Champions League. Und können uns hier wieder ein bisschen, können uns hier ein bisschen befreien vielleicht auch von dem ganzen Druck, der in den letzten Tagen da auf uns eingeprasselt ist. Die Häme, die man gehört hat. Wir haben ein gutes Spiel gegen Blackburn gemacht. Wie gesagt, wir müssen einfach offensiv unser Spiel gestalten. Und in der Champions League heute hier ein gutes Ergebnis erzielen. Es muss nicht immer alles gewonnen werden. Heute wäre ein Unentschieden auswärts gegen den Triple-Sieger von vor 3 Jahren. Wäre auch in Ordnung. Hamburg ist eine große Hausnummer, hat richtig gute Spieler. Das ist das Tor. Da sage ich schon, dann machen sie es auf. Simon Kjær mit dem 1:1, Ecke von rechts, Götze. Aber statt den Ball wegzufausten, produziert Szczęsny eine Kerze im eigenen Strafraum. Simon Kjær kommt unbedrängt vor Jerome Boateng an den Ball, nickt ein zum 1:1. Uiuiui, die freuen sich natürlich hier, die Hamburger. Mann. Oh, er holt noch einen Einwurf raus, der Götze, der ist aber auch stark. Ne? Das ist wie bei uns in Neymar vielleicht oder der Benzia. Ne? So stark ist der unterwegs. Schön zu sehen, aber Mbaini Young lässt einen langen Ball von der Brust abtropfen, dreht sich und schießt ohne vorher aufs Tor zu schauen. Starke Aktion, doch Szczęsny ist auf dem Posten. Der hat sich ja auch warm geschossen, der gute Mbaini Young. Luis Holpi sucht Mario Götze, trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert gelangt die Kugel dennoch zu diesem, aber der bändige Mittelfeldspieler kann den Ball trotzdem stoppen und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus einem Meter am glänzend reagierenden Wojciech Szczęsny, den wir auch ein bisschen in die Pflicht gerufen haben unter der Woche. Er soll sich noch ein bisschen mehr in die Mannschaftsführung mit einbinden, eben als Kapitän auch. Wäre das schön zu sehen. Nach einem hohen Ball von Çalhanoğlu kann Hinteregger zur Ecke klären. Und was haben wir jetzt? Nochmal Ecke, gute Chance. Ecke von links, Javinho. Wird zu kurz abgewehrt. Çalhanoğlu bringt den Ball noch einmal scharf vor das Tor. Jesse nur den Fuß hinhält und das Leder über die Linie drückt. 1-0, 2-1. Na also, geht doch. Feierei, Leute. Feierei, 33. Minute. Wir führen 2:1 in Hamburg. Also, das ist schon ein 6er Lotto eigentlich, wenn man ehrlich ist. In der Champions League auswärts gegen so einen starken Gegner dann auch noch zu führen, der auch sogar noch stärker ist wie wir. In der Mannschaftsstärke seht ihr ja 876 gegen 867. Also, das sind fast 10, oder gut 10 Punkte. 9, um genau zu sein. Ecke von links, Götze. Die Ecke ist einen Tick zu kurz und kein Problem für Lovran, der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. Alles klar, die Jungs halten sich fest. Wir haben mehr Ballbesitz in Hamburg. Hamburg scheint dann doch ein bisschen Schwierigkeit mit uns zu haben. Demnach hätten wir nach diesem Spiel, wenn es so bleiben würde, die zweiten 45 auch so verlaufen würden. Mit einer Führung von uns, mit einem Sieg, hätten wir 12 Punkte und wären sicher durch. Das können wir natürlich an der Stelle sagen. Atletico scheint gegen Alkmaar zu gewinnen. Das spielt uns natürlich auch in die Karten.
Sehr gut. Sehr gut. Spielergespräche. Anita kommt nicht richtig rein. Haben wir da alternative Aufstellung? Anita. Ja, bringen wir mal den Bock. Er ist ja auch ein Ex-Hamburger, Anita. Genauso wie Çalhanoğlu. Die sind nicht umsonst bei Arsenal mittlerweile. Weil sie hier auch ganz gerne was gewinnen wollen. Wir loben Falcao. Wir loben Jesse. Wir loben Wilshere. Wir loben Rafinha. Heute ist es doch mal ein gutes Spiel, wenn ich da 3-4 Leute loben kann. Also dann ist es doch wirklich ein gutes Spiel. Dann brauchen wir uns auch nicht kaputt reden. Dann liegen wir hier ganz, ganz weit im Rennen. Das passt super. Freut mich insgeheim. Und ich bin sehr zufrieden, kann ich sagen. So eine Leistung gegen so eine Mannschaft, das ist schon stark. Gucken wir mal, wie die zweiten verlaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Alternativkräfte auf der Bank sitzen. Einen Benzia, Neymar, CDB. Ich schicke euch mal gleich alle einmal zum Einlaufen ein bisschen hier. Zum Einlaufen, richtig. Zum Warmlaufen. 2:1. Gucken wir mal, wie die zweiten 45 werden. Wir schauen uns hier die Statistik an. Hamburg gleich hier zu Beginn mit der Chance. Lewandowski wird von Holtby schön freigespielt. Und der knallt das Ding aus 14 Meter aus Halbrechter und in die Latte. Scheiße. Geht schnell. 46. Die falsche Musik, die dann läuft, ne? Aber die ist natürlich leider an die Spieler gebunden. Querschläger von Çalhanoğlu, der Ball springt vor die Schlappen von Falcao, das Kier geht erst dazwischen, bevor größere Gefahr entstehen kann. BVB Torschütze, der Spieler mit der Nummer 9, Robert! Da läuft die BVB-Mucke in Hamburg, ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Naja. Soll es nicht stören, nur ein wenig ablenken. Ist ja schön, dass wir ein bisschen Stimmung haben. Ist ja auch nicht allzu verkehrt. Stadion ist ausverkauft. Ja, wen bringen wir denn jetzt noch? Also ich würde sagen, es wird Zeit. Es wird Zeit für die Topstars. Für die richtig jungen Fraktionen, die nochmal richtig Dampf reinbringen. Wir nehmen Falcao raus und bringen Yassine Benzema. Und Neymar war ein wenig verletzt. Der kommt für Jesse rein. Nächste Möglichkeit für Hamburg. Vorsicht, Götze zieht das Leder an den Fünfer. Young steigt am höchsten. Er kommt aber nicht entscheidend hinter den Ball und köpft dann schließlich weit drüber. Uiuiui, Gott sei Dank. Spielerwechsel, Neymar für Jesse. Ich will es auch nicht einreißen lassen, weil wir haben 3 Einwechslungen gemacht. Alles wieder nur offensiv. Gucken wir mal, dass es klappt. Flanke von links. Benzema setzt sich im Luftduell mit Hinteregger durch, aber der köpft dann aus 11 Metern über die Latte. Kommt schon. Okay, da wird defensiv gewechselt, nicht gerade offensiv, das ist gut. Ich schreibe einfach weiter so. Wir haben einen guten Anteil, oder? 53% wird jetzt weniger. Hamburg wird stärker zur Schlussphase hin. Müssen wir noch irgendwie überleben jetzt. Verlieren wir natürlich richtig scheiße. Wo wir doch 2-1 geführt haben noch zur Halbzeit. Freistoß Götze. Götze schießt. Chesney lässt den Freistoß nach vorne abprallen. Nachschuss, Traoré. Aber zu unplatziert. Chesney angelt sich das Leder. Oh! Na Gott sei Dank. Mein Mann, 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 Mann. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das war jetzt schon ein bisschen krass, oder? Das war jetzt schon ein bisschen zu viel des Guten. Hoffentlich kriegen wir nochmal irgendwelche Entlastungsangriffe nach vorne, um das ein bisschen zu aufzufangen, was Hamburg da fährt. Da haben wir einen. Gervinho kommt auf der rechten Seite zur Flanke. Kopfball von Rafinha, der ist so ungenau. Und geht weit über das Tor. Schade. Hinteregger beschwert sich da noch, dass er festgehalten worden sei, aber Schiedsrichter Nuji winkt ab. Nochmal eine Chance von uns. Super. 10 Minuten vor Ende. Macht das 3-2, Jungs. Kommt. Das bringt so viel Kraft. Verunglückte Kopfballabwehr des Hamburger SV. Diese landet bei Neymar. Der ist mit einem Schuss aus 12 Metern versucht. Er trifft aber nur Gervinho. Oh nein, und er macht natürlich nicht rein irgendwie. Oh, ich hebe wieder die Krise, Mann. Traoré wird links steil geschickt, will an Jenkinson vorbeigehen und bleibt zunächst hängen, aber der noch frische Burkina setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt ihn flach in die Mitte, dort lauert Niang, gerade noch kann Boateng dessen Schuss zur Ecke abwehren, Gott sei Dank, ey. Mann, was ein packendes Spiel jetzt noch zum Schluss, gibt's doch gar nicht. Jenkinson geht entschlossen mit dem Ball entgegen, Flugkopfball, oh, geklärt, klärt, 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 oh, Gott sei Dank. Mann, Jungs, hier kommt nochmal. Mach das Ding. Dann sind wir durch, wenn wir das Tor machen jetzt. Fünf Minuten vor Feierabend. Ich kann nicht mehr wechseln, gar nichts mehr. Ja, wieder mehr Ballbesitz. Die starke Phase scheint vorbei zu sein von Hamburg. Die scheint jetzt vorübergegangen zu sein. Da von der 60. bis zur 80. waren die stärker. Wesentlich stärker als wir.
Eigentlich die ganze zweite Halbzeit haben die unter Kontrolle gehabt. Jetzt gibt es nochmal vielleicht in den letzten paar Minuten noch ein schöner Lucky Punch. 10 Punkte haben wir jetzt. Wären wir auch durch. Kommt auch keiner mehr ran, wenn es so bleibt. Außer, ja, aber trotzdem, wäre es halt schön, wenn wir gewinnen. Oh oh. Der hünenhafte Burkina hat keinerlei Mühe, den Ball an Chesney vorbeizuschieben. Scheiße. Uiuiui, da drehen die das Spiel. Mann, 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 ey. Das ist ärgerlich. Jetzt drehen die das Spiel, die Hamburger. Was haben wir wieder falsch gemacht? Was ist wieder schief gelaufen? Ich weiß es nicht. Wir waren einfach dann vielleicht ein bisschen zu schwach für die Geschichte heute. Ich bin da so gelassen rangegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz entspannt. Nach dem 2-1 zur Halbzeit. Na, jetzt wird es ja nochmal bitter. Jetzt wird es ja nochmal richtig bitter. Scheiße. Tabellenführung verloren. Oh, Mann. Bis gleich. Uiuiui, Leute. Oh, was war denn das wieder? Was ist denn wieder passiert? Was ist denn schon wieder passiert? Warum? Ich habe das ganz entspannt genommen. Es hat ja auch alles gut ausgesehen. Es lief ja auch. Und wir haben dann noch nur gute Leute reingebracht. Wir haben Benzia reingebracht. Wir haben Neymar reingebracht. De Bock haben wir ausgewechselt. Oder reingebracht eben für einen schwachen Anita. Um hinten noch ein bisschen stabiler zu sein. Hat doch alles gefruchtet. Auch die, die drin waren, hatten sogar noch bessere Noten. Ne, nicht ganz, aber auch nicht so schlecht. Also, haben wir die Führung verloren in der Champions League Tabelle. Wenn wir das letzte Spiel jetzt verlieren, mal Atletico gewinnt, na, die haben ein schlechteres Torverhältnis. Oh, ich will es nicht wissen, wir haben die Bayern gespielt. Die haben verloren, die gehen raus, die gehen raus. Letztes Spiel haben die jetzt gegen 1-1 haben sie gespielt. Wenn AS Saint Etienne gegen Inter gewinnt und Bayern gewinnt, dann haben die 8 Punkte. Ach Gott, ich will es gar nicht wissen. Ich will jetzt gar nicht wissen, was da läuft. Traurig ist es bei uns viel eher. Ja, durch eure Chancen. Wir würden eigentlich gerne noch die Entwicklung bei ihrem Verein abwarten. Ja, würdet ihr ganz gerne, ja. Um ein Jahr. Eine wichtige Bedingung wäre ein Vertrag mit mindestens 3 Jahren. Kriegst von mir jetzt ein 4-Jahres-Vertrag, wenn es danach geht. Gehalt gleichen wir nochmal. Stammspieler. Mit dem 5% Boni bist du Stammspieler. 6,75 Millionen ist bei uns normal. Dann ist er auch nicht traurig, dass er so viel verdient. Auflaufprämie, Option für Spieler ein Jahr, Gehaltskürzung können wir rausnehmen. Ablösefrei bei Abstieg. So schnell geht das. Er wird sich wieder melden, sehr schön. 6,7 ist sogar noch ein Durchschnitt bei uns, glaube ich. Günstige Geschichte. Oh, das mit Hamburg war jetzt blöd. Ein Punkt hätte ja schon gereicht. Wisst ihr, was ich meine? So ein Punkt und dann beide hätten sich die Punkte geteilt. Aber dann drehen die dieses Scheißspiel dann noch. Jo, wieder mal London Derby. Mal wieder. Oh, Mann. Ich krieg doch... Ja, zumindest ist es nicht entscheidend, ne? Noch nicht, also jetzt müssen wir im letzten Spiel müssen wir es rausreißen. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Also, meine Allerbesten, wie machen wir es? Lassen es erstmal so laufen. Wer ist schwach hier? Çalhanoğlu kommt ja gar nicht irgendwie klar, ne? Ist schon mal aufgefallen? Zurzeit so ein bisschen mau, Song. Ja, ein bisschen West Ham müssen wir jetzt gewinnen. Wir gucken mal rein in die Tabelle, wo liegen die? Ach, Tabellenletzter. Wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Dann ist auch irgendwie alles komisch. Neymar rein heute in der Startelf. Und Benzia. Warmschießen vom Feinsten. So, Anita hoffe ich mal, dass der auch wieder fit wird. Song passt. Ja, wie gesagt, Anita müssen wir hoffen, dass der Gas gibt. Dass der richtig Gas gibt. Ansonsten wird es schwierig. Frische 96 dann gegen die anderen. Wir müssen sowieso ein bisschen B-Mannschaft aufstellen, wenn wir es irgendwie können. Jan Vilane, 77. Wir können mal CDB heute laufen lassen für Jenkinson. Ramsey für Wiltshire. Ja, so richtig B-Mannschaft ist es auch nicht, ich weiß, aber
Chamberlain mal rein. Benzia und Neymar sind ja eigentlich Topkräfte. Die haben auch super Spiel gemacht zuletzt. Super Spiele, muss man schon bald sagen. Okay. Ramsey. Oh, die sind ja OM hier eingestellt. Den müssen wir mal auf ZM stellen, ne? Sonst kommt der ja gar nicht rein. Mann, Jungs, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Ohne Scheiß. Jetzt, im nächsten Spiel gleich. Verletzungen akzeptiert, okay. Hummels wechselt schon alles geregelt, so schnell geht das. Schön. Der hat noch Integrationsprobleme, das fehlt mir ja gerade noch bei meinem Megatalent, was ich geholt habe. Dolmetscher mal gleich anstellen. Wieler ist wieder fit, okay. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin's. Ich hoffe mal, dass es klappt. West Ham, also jetzt Tabellenletzte, jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Die anderen beiden Spiele werden spannend, im 3D-Modus auch, aber das hier muss jetzt laufen. Das muss jetzt einfach super souverän runtergefahren werden. Ohne Kompromisse, da muss jetzt ein 4-0-Sieg her und dann läuft es auch wieder. Haben wir in der Liga zuletzt gewonnen, das ist ja in Ordnung. Wir gucken mal rein in die Tabelle. Durch den Sieg haben wir jetzt wieder 3 Punkte. Wir brauchen die nächsten 3 aber auch, um uns da vorne jetzt eben festzusetzen, um dran zu bleiben an Chelsea, Bolton und Newcastle insbesondere, wenn die so weiterspielen. Und wie gesagt, um uns da oben ranzusetzen, müssen wir jetzt gewinnen gegen den Tabellenletzten. Komme, was wolle. Bis gleich. Im Textmodus gegen West Ham United.